Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Thorsten und das ist Kritisch gesehen, dein persönlicher Einblick in die spannende Welt der Serien und der Filme. Heute sprechen wir über einen ganz besonderen Film, Talk to Me. Aber bevor wir starten, möchte ich dir sagen, dass dieser Podcast auch auf YouTube zu finden ist, also mach es dir bequem und lass uns starten. Hallo du! Ja du, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Es geht um Danny und Michael Filippo, zwei australische Zwillinge, die es bis ganz nach oben geschafft haben. Kennst du sie? Vielleicht nicht, aber ich bin sicher, du kennst ihren YouTube-Kanal Rucka Rucka, den sie 2015 ins Leben gerufen haben. Diese Jungs aus Down Under, die mittlerweile in Los Angeles zu Hause sind, haben sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Fast 7 Millionen Menschen folgen ihnen allein auf ihrem Hauptkanal. Und es sind nicht nur die Fans, die sie lieben. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als beste Webshow, die den Online Video Awards unter den australischen Academy of Cinema and Television Art Awards. Das ist nicht zu übersehen. Ja, sie sind berühmt für ihre lustigen 3 bis 5 Minuten langen Skizzen und Videos, in denen sie Horror- und Actionfilme parodieren. Und sie machen das trotz offensichtlich begrenzter Mittel so gut, dass man einfach hinschauen muss. Was ist ihr Geheimnis? Nun, das hat viel mit Kreativität, kindlicher Freude an einfachen Spezialeffekten und einem guten Gefühl für Rhythmus zu tun. Aber sie haben ihren Erfolg nicht nur auf YouTube belassen. Sie haben ihren ersten Spielfilm Talk to Me produziert. Nein, sie spielen nicht selbst mit, das überlassen sie einem jungen, talentierten Cast. Aber der Film ist ein Knaller. Eine gruselige und spannende Horrorerzählung, die dich wirklich fesseln wird. Und das Beste daran, es ist viel mehr als nur ein Horrorfilm. Stell dir mal vor, du bist Mia, gespielt von Sophie Wilde. Deine Mutter ist vor wenigen Monaten gestorben und du bist immer noch auf der Suche nach Antworten. War es ein Unfall? Hat sie sich selbst das Leben genommen? Oder war dein Vater daran beteiligt? Ja, das sind schwere Fragen. Und während du versuchst, mit deinem Kummer zurechtzukommen, lässt du dich auf ein verrücktes Partyspiel ein. Und da beginnt der wahre Horror. Nun, das Spiel ist einfach. Du musst nur eine Gipshand ergreifen und einfach sprich mit mir oder eben talk to me sagen. Und dann erscheint der Geist eines Toten. Wenn du wirklich mutig bist, dann kannst du ich lasse dich hinein sagen und der Geist schlüpft in dich hinein und lässt dich seltsame Dinge tun. Aber pass auf, denn unter den Geistern ist Mias Mutter und das bringt eine ganze Menge an Problemen mit sich. Das klingt doch nach einem guten Plan, oder? Mit deiner besten Freundin Jade, gespielt von Alexander Jensen, und ihrem kleinen Bruder Riley, gespielt von Joey Bird, verbringst du einen unterhaltsamen Abend. Aber das Partyspiel zieht dich tief in deine eigene seelische Dunkelheit hinein. Und das ist erst der Anfang. Riley wird von Mias Mutter besessen, was zu einigen unangenehmen Szenen führt. Er verletzt sich schwer und du bist hin und her gerissen. Willst du mehr über den Tod deiner Mutter erfahren oder deinem besten Freund helfen, der in den Klauen einer Gruppe von bösen Dämonen steckt? Du rutscht immer tiefer in Wahnvorstellungen ab und es ist nicht immer klar, was Realität ist und was Einbildung. Inmitten all dieses Horrors bietet Talk to Me mehr als nur Spuk und Schockmomente. Es ist auch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen wie Trauma, Trauer, Freundschaft und Familie. Und das ist es, was diesen Film so besonders macht. Es ist kein einfacher Horrorfilm, es ist ein Horrorfilm mit Substanz und Tiefe. Und es lässt sich über die wahren Monster nachdenken, die nicht in Filmen, sondern in der eigenen Seele lauern. Die Brüder Filippo haben mit Talk to Me etwas Großartiges geschaffen. Sie haben klassische Elemente des Horrorkinos genommen und sie in eine fesselnde, eigenständige Geschichte verwandelt. Sie zeigen, dass man nicht mit Gewalt und Gore schockieren muss, um einen beeindruckenden Horrorfilm zu machen. Es geht um mehr als das. Es geht um Realität, Emotionen und echten Horror. Und sie zeigen, dass man auch mit minimalen Mitteln und Spezialeffekten Großes schaffen kann. Also wenn du nach etwas Neuem, Aufregendem und Tiefgründigem suchst, dann ist Talk to Me definitiv einen Blick wert. Die Reise von Danny und Michael Filippo von YouTube-Stars zu Filmemachern ist eine inspirierende Geschichte. Sie haben es geschafft und sie haben es auf ihre eigene, einzigartige Weise getan. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß dabei, ihre Arbeit zu entdecken wie ich.
So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast jetzt Lust, Talk to Me zu sehen. Denk daran, du kannst Kritisch gesehen auch auf YouTube hören. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, um keine neue Episode zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleib kritisch. Ciao.